Hallo ihr Lieben, hier ist Ulrike aus Ulis Bastelstübchen. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und möchte mit euch heute gerne wieder basteln. Ich freue mich, dass ihr bei mir reinschaut und jetzt geht's auch schon los. Was möchte ich basteln? Ich möchte mich heute mal ein Thema annehmen, wie ihr sehen könnt, wo ich noch nicht sehr viel im Internet gefunden habe, weil es ist ein trauriges Thema, nämlich Trauer. Aber manchmal ist es so, dass man ja nur vielleicht Nachbarn verloren hat oder entfernten Verwandten, mal einen Bekannten, keinen guten Freund. Und man möchte vielleicht mal einfach mal eine schöne Karte hinschicken. Und da habe ich mir am Wochenende was, beziehungsweise am Wochenende, in jetzt die Tage noch was ausgedacht und habe gedacht, ich möchte mit euch mal heute diese Karte machen. Dieses Rosenzauber, das ist, Moment, hier ist es. Das ist hier, ich habe mich mal einiges zurechtgelegt. Das ist dieses hier, kommt zusammen mit Framelits, unter anderem wo die Rose ist. Also es gibt einmal dieses Stempelset und es gibt einmal die Framelits. Die könnt ihr separat, also könnt ihr, gehören zusammen, könnt ihr aber separat bestellen. Und ich finde, da sind so schöne Sprüche drauf. Einmal, meine Gedanken und Gebete sind bei dir für Trauer, aber auch genauso für Hochzeit, Geburtstag, vielen Dank. Ein Vers von Jesaja. Und wie gesagt, die Stempel sind hier einfach kleiner abgebildet. So sehen die in Natur aus. Richtig schön groß. Das habe ich mir dann ausgestempelt und ausgestanzt. Und wie gesagt, auch richtig Anteilnahme. Damit habe ich jetzt heute mal gearbeitet. Die Rose kann man aber auch jedem anderen anders. Also ihr werdet dieses Projekt bestimmt noch öfter bei mir sehen, weil ich das so schön finde, dass es so vielseitig einsetzbar ist. So, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich gar nicht viel. Wir brauchen einen Farbkarton in Schwarz. Unseren heißgeliebten Papierschneider. Ohne den geht es ja auch gar nicht. Das ist so ein Basic-Set, absolut. Den lege ich wieder an bei 14,5 cm. Ihr kennt meine Maße schon, bestimmt. Schneide ich einmal durch. Dann habe ich noch eine Karte über. Und falzen tue ich das Ganze bei 10,5 cm. Dann haben wir schon mal die Basic-Karte. Und wir brauchen natürlich auch flüsterweißen Farbkarton. Dann nehme ich auch die bekannte, das schneide ich allerdings gleich bei 14 cm ab. Und mache hier 10 cm raus. Und das mache ich gleich zweimal. Weil ich ja auch noch eine Innenkarte brauche, weil auf Schwarz kann man nicht so gut schreiben, beziehungsweise es sei denn, ihr habt einen silbernen oder goldenen Stift, aber so. Was ich bei dieser Karte gemacht habe, ist, da habe ich die Ecken einmal alle mit der Trio-Stanze bearbeitet. Wenn ihr die habt, könnt ihr das gerne machen. Dieses Mal wollte ich die anders machen. Und zwar habe ich mir dazu unseren Eckenabrunder. Der steht unter anderem bei den Stanzen, genauso wie der bei den Projekt-Live-Sachen steht. Das ist ein absolut tolles Ding. Da kann man die Ecken schön mit abrunden. Das machen wir als erstes. Und ihr legt das einfach hier rein und guckt, dass die Ecke dann. Und schon habt ihr die Ecke abgerundet. Wer diesen Eckenabrunder noch nicht hat und aber das Stanz- und Falzbrett für die Briefumschläge hat, der kann da auch die Rückseite verwenden, nämlich da ist ja auch einer dabei. So, das machen wir auf beiden Karten. So, das haben wir schon mal, das kommt beiseite. Den kleinen habe ich schon erledigt. Dann habe ich mir mit dem Stempelset einmal dieses aufrichtige Anteilnahme und diesen Banner im Endeffekt aufgestempelt und mit der Big Shot ausgekurbelt. Genauso wie ich mir mit der Big Shot diese filigrane Rose genommen habe. Wenn ihr die ausstanzt, dann nehmt die Präzisionsplatte. Die ist super gut. Und auch die Bürste für die Synthetic und Framelits-Form, weil die sind so toll. Man rattert drüber und man kriegt die so schön filigran raus. Man braucht nicht mehr ewig dieses Reinprökeln mit dem Lochwerkzeug. So, das können wir dann auch schon mal aufkleben. Ich benutze wieder mein Snail. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich immer ganz gerne bei sowas immer Snail benutze. Und ich mache auch immer nur die Ecken. So. Das wird einmal reingeklebt.
Salzbeutel nochmal nachziehen, das Ganze. Und einmal wird das hier auch oben drauf geklebt. Das reicht einfach für eine Karte, braucht man nicht die ganze Karte. Oder ihr nehmt Tombow und auch da wisst ihr, sehr sparsam mit umgehen, der ist sehr ergiebig. So, das hätten wir. So, was brauchen wir noch? Für diese könnt ihr natürlich, da würde ich allerdings, jetzt weiß ich gar nicht, wo der abgekommen ist, habe ich den nicht. Nein, den habe ich natürlich wieder vergessen. Wie immer bei mir, ich vergesse immer irgendwie was. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin gut vorbereitet, aber ihr wisst ja, irgendwie vergesse ich immer. Das gehört wahrscheinlich zu mir. So, das ist dieser Präzisionskleber und der ist so schön. Den kann ich euch nur empfehlen. Der hat eine ganz feine Spitze, also man kann den für so viele Sachen verwenden. Und in der Kappe, wie ihr sehen könnt, ist so eine kleine Nadel. Und die passt ganz genau da rein. Wenn man den trifft, heißt es. Damit sich nicht innen drin austrocknet. Also super Sache. Und da kann man natürlich gerade diese filigranen Sachen sehr schön mitgestalten. Das heißt, ihr geht einfach nur mal hier in die Außendinger so ein bisschen rüber. Also da, der ist sehr flüssig, der ist sehr vielseitig, kann ich nur verwenden. Es dauert vielleicht ein bisschen jetzt, bis man das eingeklebt hat, aber wie gesagt, wenn ihr das Set noch nicht habt, holt es euch, es ist so schön. Wie gesagt, man kann es wirklich für jeden Anlass, Geburtstag, Trauer, Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, Taufe, keine Ahnung, was ist noch alles, Jubiläum, Feiertage, eigentlich alles für einsetzen. So, weil ich bin der Ansicht, Blumen gehen immer. Und wir haben dieses Jahr wieder so viele schöne Sets mit Stanzen, mit Framenetz für Blumen. Ich finde das total toll. So. Aber auch natürlich süße Sachen wie den Teddybären, die kleine Katze. Ach, irgendwie finde ich persönlich den ganzen Katalog toll, aber und jeder hat so seine Highlights. Wie gesagt, diese Rose gab es ja auch schon im Frühling-Sommer-Katalog, ist Gott sei Dank mit übernommen worden, weil ich die einfach nur so schön finde. So, ich hoffe, jetzt habe ich alles gekriegt. Jetzt nehmt ihr die vorsichtig hoch und dann müsst ihr euch die eben platzieren. Und zwar so, dass sie natürlich komplett auf der Karte drauf passt. So, und dann drückt ihr das einfach an, lasst es kurz trocknen. Wenn ihr noch Stellen erreicht habt, die noch nicht geklebt worden sind, so wie diese hier, die könnt ihr dann natürlich gleich noch nachkleben, gar keine Frage. So, so wie dies hier. Da habe ich zum Beispiel. Ne? Die kann man dann noch sehr gut eben einmal nachkleben. Das macht ja gar nichts. So, so sieht das Ganze dann aus. Und ich finde, die wirkt so schön. Wie gesagt, ich habe mir die auch schon in Silber, Glitzersilber und so ausgestanzt. Ich finde die total schön. So, jetzt mal gucken, dass ich die reinkriege. So. So, was fehlt jetzt noch? Eigentlich nur noch das hier, was ich mir vorher schon ausgestanzt habe. Und das Ganze wird jetzt nur noch mit Dimensionals. Da habe ich sie. Da. Mit Dimensionals raufgetan und schon ist unsere Karte fertig. Seht ihr, da habe ich mich einmal versehen, schief aufgeklebt, macht nichts, die Rückseite genommen, sieht keiner. Super schick. Das ist das Schöne am Basteln, man kann seine kleinen Fehler einfach wegretuschieren. So. Noch einmal hier aufgesetzt. Und schon ist unsere Trauerkarte fertig. Ich weiß, es ist kein schönes Thema, aber ich finde, auch das muss angesprochen werden, weil, wie gesagt, es gehört zum Leben, genau wie die schönen, erfreulichen Seiten. Ich hoffe, mir hat mein Video gefallen. Und ich würde mich über ein Feedback von euch gerne freuen. Schaut auch auf meine Homepage vorbei, da sind die Angaben auch nochmal in Inchern gegeben. Meine Homepage lautet www.ulis-bastelstübchen.de. Und ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende. Genießt die freie Zeit zum Basteln oder für andere Sachen. Und wir sehen uns Anfang der Woche wieder. Tschüss, eure Ulrike.